Seit 50 Jahren sucht Juan Eduardo Rojas Vázquez nach seinem Vater und seinem ältesten Bruder. Ich habe immer noch eine Hoffnung, dass ich vielleicht meinen Bruder noch leben kann. In der pseudoreligiösen deutschen Sekte Colonia Dignidad wurden viele Chilenen zu Tode gefoltert. Juan vermutet, dass auch sein Vater dort qualvoll starb. Ich will wissen, wann mein Vater umgebracht worden ist, an welchem Tag, was sind die Reste, dass ich endlich mal Abschied nehmen kann. Juan lebt schon lange in Deutschland. Jetzt reist er nach Chile, um endlich mehr über das Schicksal von Vater und Bruder zu erfahren. Flughafen Santiago de Chile. Juans chilenische Familie wartet schon auf ihn. Alle hier eint eine Tragödie. Juans Vater und sein ältester Bruder wurden am 13. Oktober 1973, einen Monat nach dem Pinochet-Putsch, verhaftet. Seither sind sie verschwunden. Luis ist der Sohn von Juans verschwundenem Bruder. Wo sind sie? Juan ist sich sicher. Erst wenn die sterblichen Überreste der beiden endlich gefunden werden, kann seine Familie zur Ruhe kommen. Schon mehr als 32 Stunden ist Juan auf den Beinen. Aber bevor er ins Bett darf, will die Familie seinen seltenen Besuch noch etwas feiern. 1975 durfte Juan nach Deutschland ausreisen. Wenigstens er ist der Pinochet-Diktatur entkommen. Das ist auch sehr. Pero es ist sehr emotional, weißt du, wenn du hier bist. Triffst du deine Angehörige, weißt du, deine Cousin, deine Neffen, alle, die zu dir auch gehören, deine Familie, weißt du. Und wir leiden alle in dem gleichen Schicksal, das wir haben. Mit seinen älteren Geschwistern spricht Juan per Videocall. Sie leben im Süden Chiles und können heute Abend nicht dabei sein. Durch den Verlust der beiden Männer und die Suche nach ihnen sei die Familie eng zusammengewachsen. Davon sind hier alle überzeugt, auch Juans ältester Neffe. Drei Wochen zuvor in Deutschland. Juan führt einen traditionellen chilenischen Tanz auf, eine Cueca. Buscando a padre y hermano, que están desaparecidos. Aber Juan tanzt hier nicht aus Freude. Und es wurden gerichtliche 42 Demonstrierende haben sich vor einem Wohnhaus in Krefeld versammelt und verlangen lautstark Antwort auf ihre wichtigste Frage. Wo sind sie? Wo sind ihre Familienangehörigen, die vor 5 Jahrzehnten von Schergen des chilenischen Ex-Diktators Augusto Pinochet verschleppt wurden und nie wieder auftauchten?
gab es in Deutschland zwar Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der Colonia Dignidad, doch bis unter ihnen Juan. Auch sein Vater und sein ältester Bruder sind seit ihrer Verhaftung im Oktober 1973 verschollen. Vermutlich sind die beiden auf dem Gelände einer deutschen Sekte in Chile gefoltert und ermordet worden, der Colonia Dignidad. Dort unterhielt der chilenische Geheimdienst ein Folterzentrum. Juan und die anderen Demonstrierenden stehen vor dem Wohnhaus von Hartmut Hopp, früher ein führender Kopf der Colonia Dignidad. Sie sind davon überzeugt, dass Hartmut Hopp weiß, wo ihre ermordeten Verwandten auf dem riesigen Areal der Sekte verscharrt wurden. Wir sind krank deshalb. Und diese Krankheit kann man heilen. Wir haben noch die Hoffnung, dass wir geheilt werden können. Dafür brauchen wir die Wahrheit. Ich denke, niemand kann sich vorstellen, wie das ist, wie mein Herz heute ist, wie mein Herz weint jeden Tag. Aber Hartmut Hopp schweigt, kommt nicht aus dem Haus, spricht nicht mit Juan und den anderen Angehörigen. Und auch wegen seiner Nähe zu Paul Schäfer galt Hopp. Hopp ist in Chile wegen Beihilfe zum Kindesmissbrauch zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bevor er seine Haft antreten musste, gelang ihm die Flucht nach Krefeld. Seither lebt er hier weitgehend unbehelligt. Dabei war Hartmut Hopp einer der engsten Vertrauten von Paul Schäfer, dem Gründer der Colonia Dignidad. Herr Hopp, Sie verfügen als rechte Hand von Paul Schäfer über Schlüsselinformationen, die dazu beitragen könnten, die Verbrechen der Colonia Dignidad aufzuklären. Sie haben die Überlebenden und Angehörigen der Opfer lange genug gequält. Reden Sie endlich und brechen Sie Ihr Schweigen. Hopps Schweigen hat Juan nur bestärkt. Er wird nach Chile reisen, um dort neue Informationen über seinen Vater und seinen Bruder zu finden. Und Juan wird auch zur Colonia Dignidad fahren. Luis Enrique Seguel war der erste chilenische Kriminalpolizist, der ernsthaft gegen die deutsche Sekte Colonia Dignidad ermittelt hat. Für Juan könnte er eine interessante Quelle sein. Die beiden haben sich schon früher kennengelernt, aber damals gab es keine Ruhe zum Reden. In Chile ist Luis aus einem anderen Grund landesweit bekannt. Bevor er Ermittler wurde, war er Leibwächter von Präsident Salvador Allende. Am Tag des Pinochet-Putsches begleitete er Allende bis fast zur letzten Sekunde. El presidente vino y nos dio la mano a cada uno de los últimos que estábamos y nos dijo gracias compañero. En forma posterior, nosotros ya disponiéndonos a bajar de acuerdo a las instrucciones, cuando el presidente que estaba al final junto con Arturo Girón se mete al salón Toesca con el fusil Kalashnikov que tenía el AK-47 que tenía en las manos, entra al lugar. Cierra la puerta y se siente, yo en lo personal siento 2 o 3 disparos. Pero previo a ello, la palabra Allende no se rinde mierda y suenan los disparos. Eso es lo que recuerdo yo. Mi colega Garrido va, parte, a ver, abre la puerta y me dice, el doctor se mató. Juan glaubt, dass Bruder und Vater in der Colonia Dignidad ermordet wurden. Die beiden waren zuletzt in einem kleinen Polizeiposten in der Nähe der Provinzhauptstadt Parral gefangen. Kriminalpolizist Luis hat immer wieder gegen die Colonia Dignidad und gegen den chilenischen Geheimdienst DINA ermittelt. Es que en ese momento con una DINA que tenía su base en Parral y una base de operaciones en la Colonia Dignidad, ¿dónde más podrían haberse llevado los prisioneros? Si los lugares de o centros de reclusión eran las cárceles. Y muchos de los detenidos que estaban en la cárcel de Parral fueron sacados y su destino desconocido. Entonces, claro, la teoría predominante es de que deben estar enterrados, deben haberse. Juan ist erleichtert, dass der ehemalige Chefermittler seine Überzeugung für sehr plausibel hält. Für mich ist wichtig,
ist wichtig, also für mich persönlich, ich möchte die Wahrheit wissen. Ich möchte nicht, ich bin nicht hier, weil ich die Leute bestrafen möchte. So, das ist ein Thema von der Justiz. Mein Thema ist meine Familie. Ich will wissen, wann mein Vater umgebracht worden ist, an welchem Tag, was sind die Reste, dass ich endlich mal Absicht nehmen kann. La Moneda, der Präsidentenpalast in Santiago de Chile. Seit März 2022 residiert hier der linke Präsident Gabriel Boric. Viele Familien von Verschwundenen setzen große Hoffnungen in ihn. Bisher hat sich der chilenische Staat kaum um die Schatten seiner Vergangenheit gekümmert. Vor dem Palast Fotos von in der Militärdiktatur verschwundenen Menschen. Für ihre Angehörigen ein Ort der Erinnerung und der Trauer. Nicht nur für Juans Familie ist der Verlust zu einem lebensbegleitenden Schmerz geworden. Das Fotoalbum der Familie Rojas ist unvollständig. In den letzten 50 Jahren konnte Luis kein einziges Bild mehr von seinem Opa Miguel und seinem Vater Gilberto ablegen. Juan erinnert sich. Creo que unos 6-7 años. Y ahí estamos fuera de nuestra casa. La casa donde llegaron los militares y los carabineros. Gilberto Rojas, hier mit dem kleinen Luis, war bei seiner Verhaftung 28 Jahre alt. Er war Mitglied der Kommunistischen Partei. Vermutlich war das einen Monat nach dem Pinochet-Putsch gleichbedeutend mit seinem Todesurteil. Luis schaut fast nie in das Familienalbum. Una foto trae muchos recuerdos, no criarse con él, sí, claro, quizás traen hartos recuerdos. Juan hat sich entschieden. Morgen wird er in den Süden aufbrechen. Luis wird ihm in ein paar Tagen folgen. Gemeinsam wollen sie dann zur Colonia Dignidad, die heute Villa Baviera heißt. Juan ist nervös vor dem Besuch an dem Ort, an dem Vater und Bruder vermutlich gefoltert wurden. Gilberto wäre heute 79 Jahre alt. Ich habe immer noch eine Hoffnung, dass ich vielleicht meinen Bruder noch leben kann. Weil dadurch, dass ich ältere Geschwister habe, die leben ja noch. Es kann gut möglich sein, dass mein Bruder in der deutschen Kolonie, weil da haben sie auch immer diese Gehirnwäsche gemacht für viele, dass sie nicht mehr wussten, wer sie sind. Vielleicht steckt irgendwo er da drin, das wissen wir nicht. Am nächsten Morgen, 300 Kilometer weiter südlich in Linares. Hinter diesen Mauern saß Juans Bruder Sergio in Haft. Grund? Sergio war Mitglied der Partei des weggeputschten Präsidenten Allende. Anders als sein älterer Bruder und sein Vater überlebte er die Diktatur. Nach 3 Jahren wurde er entlassen. Im Gefängnis arbeitete Sergio als Schuster. Der damals noch minderjährige Juan brachte ihm fast täglich Material und Lebensmittel hierher. Ich musste mich an der Pforte anmelden, aber es war immer eine große Schlange draußen. In dieser Schlange habe ich gesittert, weil ich hatte Angst. Und ich wusste nicht, wenn ich reingehe, ob ich wieder rausgehe. Das war immer für mich die Frage. Und deswegen, mir hat immer die Angst begleitet. Sergio ist bald nach seiner Entlassung nach Deutschland ausgewandert und dort jung gestorben. Er hat nie über die Demütigungen im Gefängnis gesprochen. Juan hat trotzdem mitbekommen, wie furchtbar die Haft für seinen Bruder war. Ein Mitgefangener hat mir erzählt, die haben Schläge bekommen. Sie waren gezwungen, Urin zu trinken im Gefängnis. Und das wusste ich nicht. Er hat mir das alles erzählt. El pueblo unido jamás será vencido.
Auch 50 Jahre nach dem Militärputsch sind viele Chilenen noch immer sehr emotional. Eine Gedenkveranstaltung in Chilan am selben Nachmittag. 6 ehemalige Schüler dieses Gymnasiums wurden kurz nach Pinochets gewaltsamer Machtübernahme exekutiert. 8 weitere Schüler sind seit ihrer damaligen Verhaftung bis heute verschollen. Ihre ehemaligen Klassenkameraden und Lehrer enthüllen eine Gedenktafel für die Verschwundenen. Juan ist einer der Ehrengäste hier. Die vielen Gespräche mit den anderen Angehörigen tun ihm gut. Er versteht nicht, dass es auf dem Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad bis heute keine solche Gedenkstätte gibt. Es hat eine ganz große Bedeutung. Du hättest einen Ort, wo du hingehen kannst. Momentan habe ich nirgendeinen Ort, wo ich hingehen kann, um Abschied zu nehmen. Und das ist, was wir, die Angehörigen, brauchen. Juan entscheidet sich spontan, seine Cueca, den traditionellen chilenischen Tanz, aufzuführen, mit dem er an die Suche nach Bruder und Vater erinnert. Ich fühle mich viel besser, weil ich weiß, sie verstehen das. Ich habe jetzt gemerkt, dass in meinem Tanz auch angekommen ist. Es gab Leute, die sind auf mich zugekommen, haben gesagt, ich habe fast geweint, als ich das gesehen habe, was du getan hast. Und er hat mir sehr gut getan. Die ehemalige Colonia Dignidad heißt heute Villa Baviera. 1961 vom Deutschen Paul Schäfer gegründet, siedelte hier eine pseudoreligiöse Sekte. Die Kolonie Würde war streng bewacht. Sie war eine Hölle für hier gefolterte chilenische Oppositionelle, genauso wie für ihre Bewohner. 35 Jahre lang vergewaltigte Gründer Schäfer in seinem Haus Dutzende, möglicherweise Hunderte Jungen. Als er endlich verurteilt war, entlud sich die jahrelang aufgestaute Wut der Missbrauchten an Schäfers gepanzertem Schlafzimmerfenster. Von einer kleinen Führungsklique abgesehen, waren die meisten der rund 300 Bewohner der Colonia Dignidad moderne Sklaven. Kinder wurden dauerhaft von ihren Eltern getrennt. Schon sie mussten täglich bis zum Umfallen arbeiten. Horst Schaffrick leidet darunter bis heute. Wir haben keine Minute Zeit gehabt, wo wir mal privat für uns Zeit hatten. Es war alles kontrolliert in der Gruppe. Wir haben nie eine Umarmung von unseren Eltern bekommen oder etwas mit ihnen sprechen können. Wir waren total, total versklavt. Seit vielen Jahren sollen auf dem Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad Gedenkstätten für ihre gequälten Bewohner und die dort zu Tode gefolterten Chilenen errichtet werden. Bis heute ist nichts passiert. Alle deutschen und chilenischen Regierungen haben in diesem Punkt bisher versagt. Jahrelang hatten die beiden Opfergruppen keinen Kontakt zueinander. Dann gab es professionell moderierte Gesprächsrunden. Der ehemalige Bewohner der Colonia Dignidad, Harald Lindemann, hat das als befreiend empfunden. Seitdem ist eine Freundschaft entstanden. Seitdem erkennen wir ihr Leid an und sie unser Leid. Und wissen, dass das beides wir Opfergruppen sind. Die haben vorher immer gesagt, ihr seid Colonos, ihr habt da 40 Jahre gelebt. Wir glauben euch nicht, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Ihr seid Täter, ihr habt Blut an den Händen. So haben die uns wirklich aber angebrüllt. Und das war alles weg. Das war wirklich, wir haben uns umarmt. In 2 Tagen wird Juan mit seiner Familie hierher kommen, um erneut die Errichtung einer Gedenkstätte zu fordern. Anna Schnellenkamps Vater Kurt war ein enger Vertrauter von Paul Schäfer. Kurt Schnellenkamp war einer der schlimmsten Täter in der Colonia Dignidad. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Inzwischen ist er tot.
Anna ist unterwegs zum sogenannten Kartoffelkeller, einem der schrecklichsten Orte, den es in der Colonia Dignidad gab. Hier folterte der chilenische Geheimdienst Dina, bevor Anna geboren wurde. Dieser Keller wurde dann ab 1973 leider der Dina und dem chilenischen Staat zur Verfügung gestellt, dem Militär. Und das ist unser großes Leid bis heute, dass sowas hier in unserem Gelände passiert ist. Dass hier Leute hergebracht worden sind, dass hier Leute gefoltert worden sind. Als Kinder des Täters Kurt Schnellenkamp hatten Anna und ihre Geschwister Privilegien. Sie durften etwa studieren. Aber Anna Schnellenkamp erkennt, im Gegensatz zu vielen älteren Ex-Kolonos, das Leid der chilenischen hinterbliebenen Familien ausdrücklich an. Ich sage immer, wenn es meine Familien wären, wenn es mein Mann wäre, wenn es mein Kind wäre, also ich würde wahrscheinlich auch das Leben lang alles auf den Kopf stellen, bis ich wüsste, was passiert ist. Der Kartoffelkeller bedeutete für die chilenischen Opfer das Grauen. Für viele Kinder in der Colonia Dignidad war das neue Krankenhaus der Ort des Horrors. Hier wurden die Kinder routinemäßig mit Bambusruten und Starkstromkabeln verprügelt. Sie bekamen Elektroschocks an den Genitalien. Paul Schäfer hat das sexuell erregt. Es waren nicht nur Jungs, auch Mädchen. Und auch mit einem von diesen Mädchen habe ich viel gesprochen, die hier wahnsinnig gefoltert worden ist. Die hat alle ihre Geschichte mal erzählt. Es war einfach grausam, was hier abgegangen ist in diesem Haus. Viele der Opfer leben bis heute hier. Sie trauen sich einfach nicht in die Welt. Auch sie haben bis heute keinen Erinnerungsort. Parral. In der kleinen Gebietshauptstadt sollten Juans Vater und Bruder nach ihrer Verhaftung vor Gericht gestellt werden. Aber die beiden sind hier nie angekommen. Juan macht sich mit dem Taxi auf einen emotional schwierigen Weg. Entlang der südlichen Andenausläufer führt ihn seine Route an den Ort, an dem früher sein Elternhaus stand. Seine Geschwister hatten ihn vorgewarnt. Das Haus ist für eine Apfelplantage abgerissen worden. Ich bin traurig. Ich habe gedacht, vielleicht sehe ich noch hier einen Teil, wo ich geboren bin. Weil hier bin ich geboren. Aber es ist alles verschwunden. Es ist alles weg. So wie mein Vater und mein Bruder aufwachsen. Es ist nicht mehr da im Moment. Ich hoffe, dass ich meinen Vater noch finde, meinen Bruder noch finde. Aber das Haus, wie man sieht, werde ich nie mehr sehen in meinem Leben. Der letzte Aufenthaltsort von Vater und Bruder war der Polizeiposten in Cadillo. Ganz in der Nähe liegt die ehemalige Colonia Dignidad. Juan ist sich sicher, dass seine Angehörigen dort ermordet wurden. Morgen wird er dorthin fahren. Am nächsten Morgen. Der Regen ist katastrophal. Halb Chile steht unter Wasser. Juan und sein Neffe Luis müssen sich beeilen. Der provisorische Schotterweg zur entlegenen Villa Baviera, der ehemaligen Colonia Dignidad, wird immer glitschiger. Aber die beiden wollen unbedingt dorthin. La esperanza nunca se olvida de tener alguna noticia algún día, porque siempre se hacen las cosas y nunca da resultado nada. Nunca hemos tenido ninguna respuesta, pero ojalá que ahora algún día tengamos una respuesta, entre más luego mejor todavía. Pero yo que he venido siempre para acá y siempre es lo mismo, siempre no quedamos en nada. Así que, pucha, ojalá que allá, ahora ya, ya salgan preguntas, salgan respuestas ya a todo lo que se ha hecho. Familie Rojas auf dem Weg zum Kartoffelkeller. Wegen der Überflutungen mussten zwei Busse mit Angehörigen weiterer chilenischer Opfer umkehren. Enttäuschend, ihr Führer ist heute ein jüngerer Ex-Colonia-Bewohner. Er kann die zentrale Frage der Angehörigen, wo sind sie, nicht beantworten. Niemand der Alten, die vielleicht wirklich noch wichtige Informationen haben, ist gekommen. Daher führt Patricio die Gruppe. Er ist als Kind einer armen Bauernwitwe von der Colonia Dignidad zwangsadoptiert worden.
Aber Patricio ist zu jung, er weiß nichts. Juan und seine Angehörigen sind frustriert. Deswegen, es wäre schön, wenn wir auch die Unterstützung von den ganzen Leuten, die hier noch wohnen, auch die Älteren, die noch da sind, dass wir uns unterstützen. Ich wiederhole nochmal, die Wahrheit ist gesund. Die Wahrheit ist eine Hilfe. Die Wahrheit ist auch eine Beruhigung für uns auch. Einer Angehörigen aus dem nahen Parral ist das alles zu wenig. Sie lehnt jede Kooperation mit den Ex-Colonos ab. Nosotros no queremos un memorial junto con los colonos, porque ellos son los que nos hicieron el daño que nos han hecho, y no solamente a mi familiar, sino que a todos nuestros familiares. Entonces nosotros no vamos a querer tener un memorial que estén los colonos al lado de nosotros, porque ya ellos nos han hecho mucho daño. Entonces no vamos a estar compartiendo con ellos. Nosotros podemos venir aquí, pero venimos por una lucha que queremos saber dónde están nuestros familiares. Auch wenn es ihm an diesem Ort nicht leicht fällt, Juan ist weitaus versöhnlicher. Wenn ich die Möglichkeit habe oder hätte, werde ich mich mit euch alle unterhalten, wenn es geht. Ja. Ja. Dass wir eine Kommunikation stattfinden kann. Ja. Wie ich schon sagte, ich suche meinen Vater und meinen Bruder. Ich suche nur die Information. Was die Justiz damit macht, es ist nicht mein Thema. Luis möchte so schnell wie möglich raus aus dem Keller. No es grato estar aquí adentro, para nada. Mi señora Cruz salió para afuera porque dice que no, que el ambiente que entra no tiene mala energía, entonces que no se nota el tiro que es algo negativo que hay aquí adentro. Der Tag in der ehemaligen Colonia Dignidad endet enttäuschend für Juan. Aber er gibt nicht auf. Juan glaubt nach wie vor daran, hier bald mehr zu erfahren. Das wäre hier, ich glaube, möglich, dass wir das erreichen können. Weil hier gibt es schon Leute, die Infos haben über alles. Aber wir müssen dahin kommen, dass sie auch reden können. Zurück in Santiago de Chile. Das Wochenende, an dem an den gewaltsamen Putsch von Augusto Pinochet erinnert werden soll, beginnt mit Gewalt. Um 10 Uhr brechen die Familienangehörigen von Verschwundenen zu ihrem traditionellen Marsch auf. Eine Minute später schießen die Wasserwerfer der Polizei los. Die Generation der Enkel ist nicht bereit zu vergessen. Und das Auftreten der Polizei erinnert an die finsteren Zeiten, um die es hier heute geht. Einen Tag später, am Jahrestag des Putsches, bleibt es friedlich. Diese Wasserwerfer, die gestern hier waren, ich habe nicht verstanden, warum. Ja? Also wir sind da, und nicht um gewalttätig zu werden, sondern wir wollen nur erinnern an das, was passiert ist, ja? Dass die Leute wissen, besonders die nächste Generation, die junge Generation, die nicht genau die Informationen bekommen, ja, dass sie wissen, was damals 1973 in Chile passiert ist. Selbst Juan ist überrascht, wie viele Angehörige er heute trifft. Der Staat hat 1460 Verschwundene aus den Zeiten der Diktatur offiziell anerkannt. Schätzungen gehen weit über diese Anzahl hinaus. Präsident Gabriel Boric auf dem Weg zur zentralen Gedenkfeier. Juan hätte heute gerne auf der großen Bühne für ganz Chile getanzt, aber das hat nicht geklappt. Er setzt große Hoffnungen in den linken Präsidenten. Wir können nicht einfach sagen, es ist jetzt zu Ende, sondern das ist jetzt nur wieder ein neuer Beginn, wo wir tatsächlich noch nach vorne gucken können. Und mit der Unterstützung von unserem Präsidenten, ich glaube, wir schaffen das, die Wahrheit zu erfahren. Al mundo. Vor dem Palast ist Juan ein vielgefragter Gesprächspartner und beliebtes Fotomotiv. Ein letztes Mal tanzt er auf dieser Reise seine Cueca. Er hat keine neuen Spuren von Vater und Bruder gefunden.
Aber Juan gibt nicht auf.